In Hessen gab es in den 90er Jahren noch 206.000 Sozialwohnungen, also preiswerte Wohnungen, insbesondere für Familien mit Kindern. Jetzt gibt es nur noch 85.000 Wohnungen. Allein in den letzten 4 Jahren sind 27.000 Wohnungen aus der Preisbindung rausgefallen, aber nur 1.650 sind dazugekommen. Wir brauchen aber mehr Sozialwohnungen in Hessen, damit sich auch die Preise auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt stabilisieren. Deshalb fordern wir als Linke, jedes Jahr mindestens 10.000 neue Sozialwohnungen zu bauen und auch insbesondere in den Universitätsstädten 2.000 Wohnungen für Studierende. Das ist soziale Politik, die wir durchsetzen wollen. Am 28.10. Die Linke wählen.